Hier ist das Level 10 Auto. Und zwar gibt es eine neue Robbery, die Tomb Robbery. Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video. Heute spiele ich mal wieder Roblox Jailbreak. Heute schauen wir uns das neue Update an, unter anderem die Season 4 und die neue Tomb Robbery. Alles in diesem Video. Wenn ihr neu auf dem Kanal seid, lasst ein Abo da, um kein weiteres Roblox Jailbreak Update Video mehr zu verpassen. Außerdem streame ich jetzt jeden zweiten Samstag. Da könnt ihr gerne dabei sein, deswegen aktiviert auf jeden Fall die Glocke, um den Stream nicht zu verpassen. So, wir werden jetzt einmal uns die Season 4 angucken. Dann gehen wir einmal hier drauf und hier sehen wir die Season 4. Als allererstes bei Level 2, habe ich übrigens schon erreicht, gibt es den Waffenskin. Den kann ich euch ganz kurz mal zeigen. So sieht er aus, der Waffenskin. Sieht ganz cool aus, habe ich auch equipped. Und ja, okay. Bei Level 3 gibt es das Bücherregal. Muss ich euch jetzt nicht zeigen, da man das ja gut auf dem Bild erkennen kann. Bei Level 4 ein Teppich. Den erkennt man auch ganz gut auf dem Bild. Bei Level 5 einen Autoskin. Der wird so ähnlich oder der wird genauso aussehen wie der Waffenskin. Bei Level 6 gibt es einen Spoiler. Also ich denke mal, ja, ein Spoiler. Bei Level 7 gibt es, glaube ich, ein Bett. Ich glaube, das soll ein Bett sein für die Apartments. Bei Level 8 gibt es diese Reifen da. Bei Level 9 gibt es einen Spoiler. Und bei Level 10 das Auto. Die Season wegen spawnen ja immer gegenüber dem Prison. Und ja, da fahren wir jetzt erstmal hin. Hier ist das Level 10 Auto. Es hat einen Wert von 100.000 Cash. Und bekommt man, wie gesagt, ab Level 10. Ich kann es mir natürlich nicht kaufen, erst ab Level 10. Also ab Level 10 muss man sich das nicht kaufen, sondern bekommt es dann kostenlos sozusagen. Das ist die Level 10 Belohnung. Was man noch zur Season sagen kann, ist, dass der Season Pass günstiger geworden ist und dass man schneller levelt. Die Season hat am Samstag angefangen. An dem Samstag habe ich keine Challenges gemacht, sondern erst am Sonntag. Und jetzt, wo ich das aufnehme, haben wir Dienstag. Und ich bin Level 3 schon, fast Level 4. Hab dann die Tage alle Challenges gemacht. Ich habe den Season Pass mir nicht gekauft, sondern spiele ohne Season Pass, also nur mit 2 Challenges und levele trotzdem so schnell. Natürlich, die mit dem Season Pass sind wahrscheinlich schon ultra weit, keine Ahnung. Ist ja auch egal. Für die nächste Sache muss ich das Team ins Häftling-Team wechseln. Und zwar hat Jailbreak so ein bisschen die Atmosphäre innen drin, also in einem Raum, geändert. Das kann man sehr gut beim Powerplant und beim Juwelierstore sehen. Deswegen sehen wir uns gleich beim Powerplant. So Leute, da das Powerplant zu hat und der Juwelierstore offen hat, gehe ich jetzt doch zum Juwelierstore. Wie ihr sehen könnt, hat sich das Juwelierstore so ein bisschen geändert. Vor allem kann man das ganz unten im Keller sehen. Da gehen wir jetzt mal hin. Aber auch bei den anderen Etagen, da merkt man auf jeden Fall, dass dieser... Da merkt man auf jeden Fall, dass sie ein bisschen was geändert haben. Am besten merkt man das natürlich, wenn man die volle Grafikstufe anhat. Aber das kann natürlich jetzt nicht jeder. Ich verliere irgendwie Leben und... warte mal. Irgendwie bin ich gerade ultra verwirrt, weil ich die Obby rückwärts machen muss. Jetzt hätte auch das Powerplant offen. Naja, ist jetzt egal. Hier sieht man es auch, dass sich etwas verändert hat. Aber wir gehen jetzt mal in die unterste Etage. Hier sieht man es vor allem. Und zwar ist es hier jetzt richtig dunkel. Die Laser sind richtig rot. Ich wurde gerade rausgekickt. Perfekt. Und ja, ich konnte es euch jetzt leider nicht länger zeigen, da ich ja rausgekickt wurde. Aber dann flitzen wir schnell zum Powerplant. Da kann man es nämlich auch stark sehen, dass sich die Atmosphäre im Raum geändert hat. So, hier sieht man es vor allem. Hier ist es jetzt extrem dunkel. Nur diese eine Leuchte leuchtet. Das haben sie auf jeden Fall viel besser gemacht. Ich nehme jetzt kein Geld und skippe weiter durch. Find's auf jeden Fall viel cooler. Bei der Bank und bei den anderen Robberies haben sie es wahrscheinlich auch so ähnlich gemacht. Das zeige ich jetzt aber nicht. Das guckt ihr euch am besten selber an. So Leute, dann kommen wir zur nächsten Sache. Und zwar hat sich die Military Base verschoben. Die Military Base ist jetzt hier. Vorhin war sie ja in der Wüste. Viel hat sich dort nicht verändert, außer dass da jetzt ein Gewehr ist. Und dass hier der Army Heli jetzt spawnt. Ob sich innen drin was verändert hat, weiß ich nicht, weil ich jetzt hier nicht so einfach reinkomme. Und außerdem wurde mir gerade angezeigt, dass die neue Robbery auf hat. Jetzt gehen wir nämlich zur nächsten Sache. Und zwar gibt es eine neue Robbery, und zwar die Tomb Robbery. Ihr müsst jetzt zu dritt
auf den Platten da stehen. Jetzt dreht sich das Teil hier und ihr könnt rein. Die Tomb Robbery ist einer der schwersten Robberies in Jailbreak. Ihr fallt jetzt hier runter, musst dann durch dieses Tor hier oder durch diese Tür. Und jetzt seid ihr hier. Ihr müsst insgesamt 3 Obbys machen. Passt hier auf, dass ihr nicht beim roten Laser oder nicht Laser, beim roten Licht steht. Ihr solltet immer da stehen, wo kein rotes Licht ist. Da müsst ihr auf jeden Fall aufpassen. Das ist noch einer der einfachen Sachen in der Tomb Robbery. Das ist einer der schwierigeren Sachen in der Tomb Robbery. Ihr müsst nämlich immer sozusagen im Rhythmus springen, um nicht vom Pfeil getroffen zu werden. Es ist auf jeden Fall schwer, aber wir bekommen dafür auch 7000 Cash. Ich bekomme 8400, weil ich noch VIP und den größeren Backpack habe. Normalerweise bekommt man aber 7000 Cash. Finde ich auf jeden Fall sehr cool. Dafür, dass es so schwer ist, ist es auf jeden Fall gerechtfertigt. Ich habe es jetzt geschafft. So, dann kommen wir hier zu den Treppen. Das ist jetzt nicht so schwer. Passt einfach auf, dass ihr nicht runterfällt und guckt, dass alle Treppen da sind. Jetzt einfach durchgehen. Hier könnt ihr auch drüber springen, damit ihr wirklich nicht runterfällt. Und zack, habt ihr es geschafft. Jetzt wartet ihr, bis das Tor hochgeht. Jetzt wartet ihr, bis das Tor hochgeht und sammelt einen Diamanten ein. Jetzt geht ihr in dieses Minecart und drückt E, zumindest am PC. Und jetzt müsst ihr aufpassen. Ihr müsst immer im richtigen Moment E drücken, um euch zu ducken. Also sozusagen jetzt. Die Weiche musstet ihr jetzt nicht verschieben. Ihr könnt. Und jetzt müsst ihr, wie gesagt, immer im richtigen Moment E drücken, um euch zu ducken. Jetzt. Und jetzt. Und jetzt. Und tada. Jetzt seid ihr hier. Und ich habe 8400 Cash bekommen. Einer der Robberies, die auch viel Geld bringen. Aber auch einer der Robberies, die schwer sind. Wenn ihr dann einmal die Robbery geschafft habt, bekommt ihr diesen Spoiler hier, also einmal um die Garage. Und das ist der falsche Spoiler. Geht einfach auf Spoiler und dann müsstet ihr ewige Flamme bekommen. So sieht er dann aus. Der sieht nur ein bisschen komisch aus, wenn er so gelb ist. Gelb? Das ist doch nicht gelb. Grün meine ich. Macht aber gelb hier rein zum Beispiel. So sieht er besser aus. Finde ich auf jeden Fall ganz cool. Gute Idee gewesen, dass man, wenn man die Robbery einmal schafft, einen Spoiler bekommt. Jetzt kommen wir zur letzten Sache und zwar der Nuke. Wenn ihr in einer Lobby landet, wo jemand zufällig die Nuke zündet und ihr dann auch sterbt, bekommt ihr die Karosseriefarbe orange, die Reifenfarbe orange, die Fensterfarbe orange, innen drin auch orange und die Spoilerfarbe orange und die Scheinwerferfarbe orange. Orange. So, jetzt habt ihr alles ausgewählt, was orange sein kann. Diesen Skin bekommt ihr, wenn ihr einmal von der Nuke getroffen werdet. Die Nuke macht jetzt 100% Schaden. Diesen Skin habe ich jetzt schon, weil jemand noch von der letzten Season die Nuke nicht gezündet hat und derjenige sie beim Stream gezündet hat. Deswegen habe ich jetzt auch so früh schon diesen Skin bekommen. Gut, Leute, ich würde jetzt sagen, das war's fürs Video. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da. Schreibt mir eure Meinung zum Jailbreak Update in die Kommentare. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Ciao, Leute.